von unserem Haus, vor der Pension gekraut. Dieses Haus ist urkundlich das erste Mal 1820 erwähnt worden, 1897 eingetragen im Grundbuch in Bleiburg. Und wir haben uns bemüht, mit meiner Frau Christa dieses Haus umzubauen und fesche Komfortzimmer hineinzubauen. Die Grundmauern haben 1,20 Meter Natursteinmauern, oben haben sie leider nur mehr 8 cm. Und deswegen, wenn wir jetzt nachher in die Zimmer gehen, schaut auch jedes Zimmer anders aus, weil wir die tragenden Mauern nicht ausnehmen haben können. Und deswegen habe ich auch jedes Zimmer anders eingerichtet, mit Naturholzbetten und mit einer Kisten und mit guten, feinen, klasse gebauten Matratzen von einem eigenen Werk da unten in St. Michael, eine kleine Matratzenbinderei, dass ihr gut schlaft. Ich hoffe, es wird euch gefallen bei uns. So, unser Haus verfügt über 14 Zimmer. Davon sind 4 Familienzimmer mit Doppelschlafräumen und 10 Doppelbettzimmer. Am Weg haben wir natürlich verschiedene Variationen von Zimmer. Das, was ich vorher schon erklärt habe. Also wir haben genauso Familienzimmer mit Doppelschlafräumen, wo das größte 56 Quadratmeter hat und das kleinste mit den Doppelschlafräumen hat 42. Das ist genau interessant für Familien mit 2 oder mit 3 Kindern und wir sind sehr variabel, weil wir zwischendurch, wenn der Bedarf da ist, natürlich auch so wie bei unseren Schülergruppen, stellen wir auch Stockbetten hinein. Und es kommt recht gut an. Die Schüler, interessanterweise, möchten eher in, sagen wir, mehrere zusammenliegen und nicht in 2 Bettzimmer. Aber ihr könnt natürlich euch aussuchen, was ihr haben wollt. Probieren wir es einmal.